Der Treffpunkt ist das historische Rathaus in Duderstadt. Das Thema heißt Masterplan Duderstadt 2020. Es geht um die Zukunft der Stadt. Projektleiter Professor Dr. Ulrich Harteisen von der HWK. Es muss sich eine Gemeinschaft finden zwischen Bürgern und dem HWK-Team, zwischen Verwaltung und Unternehmen, die letztendlich ein gemeinsames Ziel haben, nämlich diese Stadt zukunftsfähig zu entwickeln. Heißt also Lebens- und Arbeitsstrukturen, die tragfähig sind, sowohl für die nachfolgenden Generationen als auch für die älteren Menschen, die natürlich in dieser Stadt auch weiterhin leben wollen. Wo steht Duderstadt in 10 Jahren, wenn junge, qualifizierte Menschen wegziehen? Wenn immer mehr Ältere eine Stadt nach ihren Bedürfnissen brauchen? Ist Duderstadt 2020 noch für Unternehmen interessant? Diese Fragen hat sich auch Hans-Georg Neder gestellt, der Chef des größten Duderstädter Arbeitgebers Otto Bock. Der Masterplan Duderstadt 2020 ist seine Initiative. Warum? Professor Neder oder die Familie Neder empfindet die Region Duderstadt als Heimat. Und wer Heimat gestalten will, der macht sich Gedanken auch über die Zukunft von Heimat. Duderstadt ist der Sitz der Firmenzentrale von Otto Bock mit rund 1250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Firmenzentrale für ein global agierendes Unternehmen. Und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Standort, diese Stadt Duderstadt, diese Region Attraktivitäten entwickelt, auch für die Zukunft. Denn auch die Menschen, die Bürger, die diese Region gestalten, die in dieser Region leben, sind das Potenzial, auf dem das Unternehmen fußt. Duderstadts Bürgermeister Wolfgang Nolte unterstützt das Projekt. Ich wünsche mir, dass es eine breite Dialogplattform gibt mit unseren Bürgern, dass wir einen Rahmen für die Zukunft der Stadt gemeinsam definieren. Diesen Rahmen wollen HWK-Professor Harteisen und sein Team aus Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen mit den Duderstädtern entwickeln. Erster Schritt: Themen abstecken. Für die jüngeren Kinder fehlt Ganztagsbetreuung ganz viel. Für die Kleinen, es gibt kaum Kindergärten, die nachmittags aufhaben. Es gibt ganz wenige Ganztagsgruppen und da macht der Kindergarten um 3:30 zu. Für berufstätige Eltern ist das unmöglich. Was mir ein bisschen fehlt, sind kulturelle Angebote hier in Duderstadt. Ich weiß, dass das in einer Kleinstadt immer ein bisschen schwierig ist. Die Arbeitssituation ist schlecht. Ich habe 2 Kinder, die hier in der Gegend keine Arbeit finden und die gut ausgebildet, qualifiziert sind, aber weit wegziehen müssen, um eine Arbeit zu bekommen. Und ohne Arbeit ist auch eine Zukunftsperspektive für diese Stadt schwer vorstellbar. Also ich bin zum Beispiel Pendler. Ich fahre jeden Morgen nach Göttingen. Ich bin in der ambulanten Pflege tätig und ich fahre hier morgens um 5 Uhr weg. Ich habe keine Lust, morgens um 4:45 aus dem Haus zu gehen und eine Viertelstunde zu meinem Auto zu laufen, weil ich habe für meinen Anwohnerausweis bezahlt. Arbeit, Soziales, Wirtschaft, Umwelt, Verkehr. In Werkstattforen werden diese und mehr Themen jetzt bearbeitet. Wer Näheres wissen oder mitmachen will, www.duderstadt2020.de. Beim Auftakt im Rathaus haben sich schon viele zum Mitmachen gemeldet, weil Duderstadt lebt dadurch, dass die Menschen hier so herzlich sind. Duderstadt ist eine tolle Stadt, die ist wunderschön, sie hat eine historische Altstadt und ist eingebettet in eine wunderschöne Umgebung. Nette, schnuckelige, kleine Fachwerkstatt, wunderschön. Duderstadt ist einladend. Dass es klein ist, dass es übersichtlich ist, dass es schön alt ist. Ich liebe alte Häuser und auch unsere Kirchen. Finde ich wunderschön. Eine kleine Idee ist der Anfang für einen großen Prozess, so könnte man sagen. Und zunächst mal, ich möchte allen Mut machen, es gibt eigentlich keine zu kleine Idee.